Wörlitz, das ist wohl das erste Wort, das Menschen über die Lippen kommt, wenn sie nach dem Gartenreich gefragt werden. Aber das UNESCO-Weltkulturerbe ist viel mehr als die beeindruckende Parklandschaft. 142 Quadratkilometer ist das Dessau-Wörlitzer Gartenreich groß. Es in seiner ganzen Vielfalt innerhalb eines Tages vorzustellen, ist beinahe unmöglich. Und doch wird genau dies am Samstag zum inzwischen 10. Mal getan. Einer der Schwerpunkte im Dessauer Stadtgebiet ist das Schloss Georgium, Sitz der Anhaltischen Gemäldegalerie, wo neben einem umfassenden Familienprogramm beispielsweise ab 11 Uhr zu einer Sonderführung zu den versteckten Botschaften niederländischer Gemälde eingeladen wird. Und auch die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz hat sich die Doppelstadt für ihre Hauptveranstaltung ausgesucht. Oder genauer gesagt Schloss und Park Luisium. Natürlich wird es rund um den ganzen Tag verteilt Führungen durch das Schloss geben, das ist klar. Aber wir veranstalten auch am Nachmittag ein Geländespiel, bei dem es darum geht, das Wissen über das Gartenreich abzufragen. Und es sind attraktive Gewinne zu erzielen. Und das ist ein Angebot, was auch die Kenntnisse über das Gartenreich erweitern sollen. Und am Abend findet als Höhepunkt ein Spaziergang zur Blauen Stunde für die Fürstin Luise statt. Das ist eine Veranstaltung, bei der es Lesungen geben wird, begleitet von Musik, zur Dämmerung einsetzend. Tierfreunde werden am Samstag übrigens auch auf ihre Kosten kommen. Wie schon in den letzten Jahren öffnet der Alpakahof in Fockerode seine Türen für Besucher. Und auch im Biosphärenreservat wird ein umfangreiches Programm geboten, inklusive Biber-Vesper. Die Reservatsverwaltung weist übrigens ausdrücklich darauf hin, dass dort keine Großnager verspeist werden. Eine Beobachtung ist aber natürlich möglich und erwünscht. Das komplette Programm gibt es im Internet unter www.gartenreich.com.